So, weil jetzt mit der ersten Runde der Fring. Ist natürlich nicht ganz richtig, so erste Runde und so. Also normalerweise die... Oh Gott, warte mal. Wir haben eine Runde gemacht, da haben wir, glaube ich, einen Ranger-Fragment gedroppt. Dann eine Blessing-Runde oder Blessed-Runde und jetzt nochmal eine Cursed-Runde. Jetzt bin ich in der zweiten Cursed-Runde, also theoretisch der vierte Deathwing-Run. Genau, funktioniert mittlerweile ziemlich gut. Ist wirklich super entspannt. Dringmaster aktuell 406 KP. Beziehungsweise normalerweise bis zu 410 K, je nachdem, wie es halt läuft. Oder was halt für Buffs laufen und so weiter. Und ich meine, es ist ausreichend. Also man braucht es hier nicht unbedingt, zumindest diese komische Karte, die man hier irgendwo droppen kann, die Meteor-Karte zum Beispiel. Also es geht auch ohne, es ist halt ein bisschen tricky und ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt auch ein volles Seraph-Schmuck-Set, das Tank-Set mit, also auf plus 19. Da ging definitiv einiges an Geld rein. Und ja, ich meine, 120er Set reicht auch und ein Ulti-Oracle mit STA-Ulti-Socket drin. Das geht halt STA-Pad, STA-Beats, Angelic HP-Beat. Der 6% HP-Möbel vom CV-Chop-Händler. Was habe ich noch drin? Ja, im Prinzip halt einfach volles Programm, als würde ich dann jetzt halt irgendwie Main spielen oder so. Und. Ja, im Nackt habe ich momentan 10 Sockel mittlerweile drin, was ziemlich cool ist. Und merkt es auf alle Fälle so ein bisschen am Damage. Momentan fehlen dann noch so ein paar andere wichtige Sachen, wodurch jetzt halt eben nicht ganz so viel Schaden macht, wie ich machen könnte. Aber ja, das habe ich gerade gedroppt. Wahrscheinlich werde ich die Folge dann nochmal nach der aktuellen uploaden oder so. Bin ich mir nicht genau sicher, keine Ahnung. Läuft auf alle Fälle halt echt super. Also, ich meine, wir haben jetzt 3 Runs gemacht, glaube ich, oder? Warte mal, lass mal überlegen. Wir haben, glaube ich, bisher in jedem Run was gedroppt. Das erste war ein Ranger-Teil, das zweite war dann irgendwie komplett useless. Oder mit Blast Psy Mentalist, Dingern sind da. Dann, ja, dritter Run war es halt eben das hier. Nee, warte mal, wir haben nochmal so ein Teil gedroppt. Nochmal einen, Cursed Slayer Gedöns. Okay, ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Haben wir vielleicht schon 4 Runs gemacht? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle waren die Drops bisher eigentlich ziemlich gut und ja. Ich glaube, das vom Slayer hier war doch das Gute, oder? Cursed Slayer? Ja, doch, das ist das Gute. Das habe ich übrigens auf Ringmaster 412 KP durch die ganzen coolen Buffs hier. Item Drop Rate, Attack hier nochmal mit drin. Geht auch Damage ein bisschen nach oben, glaube ich. Auf 1242 Decks. Int komme ich momentan. Damit bin ich Platz 132. Das ist nicht direkt gut, aber. Wow, Alter, was geht denn jetzt ab? Legalizer wird zu viel Geld scheinbar. Alter, what the fuck? Was geht bei dem? LOL. Hört er mal wieder auf? Holy moly. Hat einfach komplettes Programm einfach. Das sind ja, glaube ich, echt alle, oder? Alter, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Buffs es hier mittlerweile gibt. Gibt noch die Donate-Buffs, dann gibt es noch diese anderen Buffs da. Wobei, ich glaube, die sind ja alle aufgelistet, oder? 5 Seiten einfach. 5 mal 4, 20 Buffs. Ah, nicht ganz. 18 Buffs. Ja, ziemlich gut eigentlich. Also ich war jetzt zu langsam, bis ich da hier die Statue nach Xepi killed habe. Holy shit. Oder ist irgendwas aus bei mir? Nee, ist nichts aus. Ja, kleine Premiere. Xepi ist auch hier mal derjenige, der das Holy, also Holy nutzen und debuffen machen muss. Das heißt für mich jetzt endlich mal nicht mehr die ganze Zeit diese ganzen Action da. Weil Holy Plus tanken ist halt schon ein bisschen nervig. Also, ich meine, teilweise, ich meine, zum Beispiel stirbt einer, du musst irgendwie fooden, bist gestunt, dann überlegst du, okay, was machst du zuerst? Erst fooden, dann Holy, dann debuffen oder zuerst resten, dann debuffen.
Es ist halt irgendwie kompletter Mindfuck teilweise einfach so, weil es halt, ja, keine Ahnung. An manchen Punkten ist es halt ziemlich beschissen, aber naja, ich meine, nicht so wichtig. Ich glaube, ich kann es vor allem auch hier F-Tool auf dem Ringmaster und Bill-Poster nutzen, was ziemlich cool ist. Das Ding ist, dieser Instinkt ist einfach immer da, weil ich mir so denke, oh ja, fuck, ich muss hier debuffen und so, und dann fällt mir ein, okay, nee, muss ich gar nicht. Halt so komplett entspannt einfach. Oh lol, Ranger down. Holy fuck. Ach nee, da. Uah, nicht gut. Vorhof-Effekt ist auf alle Fälle am Start. Bei dem Ringmaster. Ach nee, der Ringmaster auch dann. Alle down oder wie? Alter, what the fuck. Minimal überfordert das vom Ganzen gerade. Okay, nice. Herr ja, Rest doch, ich hab doch gerade gerest. Ah, mit dem F-Tool ist so ein bisschen schwierig. Okay, so. Wir sind schon wieder tot. Keiner ist tot, oder? Ne, ist jemand, okay. Ich buff am besten einfach mit alles nach, weil die gerade alle down waren. Haben wir bisher aber auch nicht gehabt, irgendwie. Also zumindest nicht in dieser Season. Wenn überhaupt, bin mir gar nicht mal sicher, ob wir sowas schon mal gehabt haben. Dass tatsächlich wirklich mal alle down sind, das ist eigentlich nicht so gewöhnlich. Ach komm, mach doch durch, Mann. Okay, so. Genau, das Ding hat ein bisschen mehr HP als normal, also als die Schmuck-Dungeon-Bosse. Die haben normalerweise, glaube ich, 216 Millionen HP. Der hat eben 244 Millionen HP. Ist ein bisschen mehr, aber ist auch nicht komplett dramatisch oder so. Genau, wie gesagt, ich meine, ich habe aktuell noch keine Meteor-Card drin. Das heißt halt einfach, dass ich rein theoretisch draufgehen könnte, wenn mich der, also wenn er dreimal durchtrifft. Ich hoffe jetzt nicht, dass das der Fall sein wird, diese Folge, aber gerade wenn halt immer so debufft und so, dann ist es halt schon, ist es möglich. Definitiv. Wenn Scheiße läuft, ist halt einiges möglich. Aber gut, ich meine, ich sehe jetzt momentan, es ist verhältnismäßig entspannt. Gut, ja, der Match von mir ist dafür nicht so entspannt. Jetzt stirbt es ein Ranger wieder. Aber es ist dieser Vorführeffekt, ist halt einfach. Ah, nicht gut, Mann. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Buff, 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 buff. Schnell. Unbuffed ist halt immer echt ein bisschen böse. Ich meine, das Gute ist halt zumindest, dass ich jetzt hier nicht diesen ganzen Stress habe mit. Ja, Alter. Das Ding läuft wieder Amok ohne Ende. Dass ich aber nicht diesen ganzen Stress habe mit. Ja, was ich sonst eben alles machen müsste. Das kann ich hier nicht mal ein bisschen buffen und so und. So ein bisschen buggy, wenn man halt noch F-Tool hat und so, aber. Ist okay. Aber wie gesagt, also normalerweise ist es schon nicht so viel und normalerweise ist es nicht so AIDS wie momentan. Ich meine, es dann halt wirklich die ganze Zeit und debuffen, ja, auch manchmal, aber dass halt eben jetzt so AIDS ist wie momentan ist, das halt echt, das ist schon ungewöhnlich. Also normalerweise ist es nicht so schlimm. Also soll jetzt hier kein Abschrecken irgendwie dafür zum Probieren oder so. Er ist. Hier diese Triple Hits, die ihr gerade momentan seht, wenn man so, so nach, also so Männchen macht und irgendwie auf mich drauf fällt mit seinen Vorderpfoten da. Das sind halt diese Triple Hits, die sind halt echt böse. Da ist halt. Und natürlich wieder auf dem Build Post, der theoretisch das Damage machen müsste, weil er aber Premium hat. Immer gut. Na gut, brauchen wir jetzt nicht extra nachbuffen. Wird schwachsinnig. Und wir hoffen auf alle Fälle noch auf Ranger-Teile. Oder auf Ringmaß. Ich weiß gar nicht, was für ein Ringmaß-Teil das ist. Ich glaube, es ist auch Cursed, oder? Ich weiß es nicht genau. Und droppt einfach gar nichts. Ja, Vorführeffekt ist auf alle Fälle im Start. Naja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. By the way, weniger als 10 Minuten hat es gedauert.